In der aktuellen Sonderausstellung Leben ist Glühen zeigt das Potsdam Museum Zeichnungen und Malereien des spätexpressionistischen Künstlers Fritz Ascher. Fritz Ascher gehört zur sogenannten verlorenen oder vergessenen Generation. Das ist die Generation von Künstlern, die zwei Weltkriege erlebt und überlebt haben, aber in der Nachkriegszeit in Vergessenheit geraten sind. Fritz Ascher ist hier vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt seines expressionistischen Frühwerks zu sehen. Das ist der Zeitraum von 1909 bis 1933. Wir haben Porträts, wir haben biblische Themen, wir haben ein breites Spektrum auch an mythologischen und an literarischen Themen, die Ascher aufbereitet hat. In der NS-Zeit wird Aschers Werk als entartete Kunst gebrandmarkt. Die Gestapo verhaftet ihn 1938. Der Künstler mit jüdischer Abstammung verbringt mehrere Monate in Haft, unter anderem im Potsdamer geheimpolizeilichen Gefängnis, unter extrem schlechten Bedingungen. Wir haben Häftlingsberichte, die beschreiben, dass es keine medizinische Versorgung gab, dass die Menschen entsetzlich litten darunter, dass sie sich nicht waschen konnten. Er hat es geschafft, untergetaucht, auch nach der Haftzeit zu überleben. Aber das waren ja viele Jahre, die er im Versteck überleben musste. Und er konnte in dieser ganzen Zeit nicht malen. Was das für jemanden bedeutet, der seinen Kontakt zur Welt als Maler eben durch dieses Mittel der Kunst aufrechterhält, kann man sich ja vorstellen. In der Nachkriegszeit rückt er ab von seiner figurativen Kunst, sein Menschenbild hat sich verändert und er widmet sich ausschließlich dem Thema der Natur und der Landschaft. Das Besondere ist, dass er von der Qualität her mit Zeitgenossen wie Emil Nolde, Ludwig Meidner, von einer künstlerischen Sprache und auch vom Ideenreichtum, von seiner Konzeption voll mithalten kann, aber bisher in der Kunstgeschichte keinen Platz gefunden hat. Die Werke von Fritz Ascher sind noch bis zum 11. März zu sehen. Das Potsdam Museum hat täglich, außer am Montag, geöffnet.